Und ein herzlich willkommen mit mir hier, das Stefan, bei einer weiteren Folge mit FaceTime und Mikrofon und Anwesenheit von mir. Wir spielen The Immortals 2. Wir sind hier stehen geblieben, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ich produziere immer vor. So, die Missionen. Es fängt schon wieder gut an. Die Mission. Ihr Team. Vorräte. Was Stärkeres? Dann nehmen wir. Sie stecken hier also schon seit einer Woche fest? So lang schon? Verdammt, hier vergeht die Zeit wie im Flug. Sollte ein einfacher Job sein, rein und wieder raus. Etwa wie, zum Essen sind wir zurück. Aber das ist anders als alles, was ich bisher kannte. Wie meinen Sie das? Seltsame Dinge passieren, wenn ein Kern verschwindet, aber was hier geschieht, ist mehr als das. Hier fällt alles auseinander. Wir haben den Stabilisierungsemitter benutzt, aber er funktioniert nicht. Sollten Sie das nicht wissen, wenn Mobius Sie... Ja, das gehen wir jetzt auf das Team. Bestand aus 5 Mitgliedern. Es gab einen Sicherheitsdienst, der uns geholfen hat. Aber ja, im Suchteam sind 5 Leute. Moment, haben Sie gerade Bestand gesagt? Baker. Er ist tot. Puh, überrascht mich nicht. Er hatte ein starkes Signal erfasst und ist dem nachgegangen. Ich sagte ihm, Sie sollen uns abholen und die Funde melden, um die gefährliche Arbeit anderen zu überlassen. Aber als Anführer wollte er davon nichts hören. Musste immer den Tapferen spielen. Wissen Sie, es ist ein schmaler Grat zwischen Tapferkeit und Dummheit. Ja, und auch ein schmaler Grat zwischen Vorsicht und Feigheit. Wenn Sie meinen? Hey, ich bin nicht froh, dass er tot ist. Für was für ein Arschloch halten Sie mich? Ich hoffe, den anderen geht es gut. Ich sag Bescheid, wenn ich noch jemanden finde. Das würden Sie tun? Danke, das weiß ich zu schätzen. Vorräte? Da draußen ist es gefährlicher als erwartet. Irgendeine Idee, wo ich Waffen und Vorräte finde? Ich wollte Ihnen ja von diesem Signal erzählen, aber Sie haben nicht zugehört. Jetzt bin ich ganz Ohr. Ich habe gehört, wie sich 2 Mitglieder des Mobius... Vielleicht kommen Sie durch Sie an Ausrüstung. Ich denke darüber nach. Kommen Sie, ich bin hier ganz allein. Ich könnte Schutz gebrauchen. Wenn die letzte Wache sich vielleicht nicht für Sie hätte opfern müssen? Wie auch immer. Ich markiere das Signal, folgen Sie ihm oder auch nicht. Ich bräuchte was Stärkeres. Diese Dinger sind ziemlich zäh. Man braucht viel Munition, um die abzuschütteln. Haben Sie hier auch was Stärkeres? Hier drin nicht, aber draußen könnten Sie fündig werden. Der Ort hier sollte eigentlich friedlich sein, aber Mobius und Feuerkraft gehen Hand in Hand. Wissen Sie, wo ich was von dieser Feuerkraft finde? Da draußen herrscht das Chaos. Sie werden nicht einfach über einen Haufen Waffen stolpern. Aber ich habe draußen was Nützliches bei einem verlassenen Transporter gesehen. Ich markiere die Position. Aber Vorsicht, da ist alles voll mit diesen... Gut. Sehr gut. Kiste, Munition, eine Spritze. Was können wir denn jetzt herstellen, wenn wir jetzt mal ganz theoretisch nachdenken? Waffenverbesserung. Okay, wir müssen Schrott finden. Und, also das heißt, wir können hier jetzt hochgehen. Okay. Wo können wir denn jetzt austreten? Oder herausgehen? Wir gehen nochmal nach unten. So, moin, moin. Och, diese Krankenschwester. What's up, girlie? Wir folgen dir mal auf Schritt und Tritt. Was zum? Was zum? Okay.
Ja, das ist ja ganz gut, dass du ihn abgeschlossen hast. Einmal eh halten. Sebastian Zimmer. Lass mich hier raus! Detective Castellanos, was für eine angenehme Überraschung. Willkommen zurück. Sie schon wieder? Wie kann das sein? Ich könnte Sie dasselbe fragen. Aber es ist schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Selbst wenn es viel zu viel gesehen hat. Sie wirken müde, Detective. Ich kann Sie wieder in Form bringen. Tanja heißt die. Interessant. So wie früher. Tatjana. Mein Gott. Gesundheit. Tausend. Fünftausend Heilung. Du hast nicht mehr. Du hast einfach nicht mehr. Ich verstehe nicht. Dieser Ort. Sie wie in Beacon. Aber wir sind nicht in Beacon. Das hier ist Union. Ah ja? Es wirkt alles so vertraut. Diese Wände, der Stuhl. Sie, als hätte sich rein gar nichts verändert. Ja, hier ist es ruhig. Aber Sie sollten hier nicht rumlungern. Meinen Sie nicht, Sie sollten sich langsam Ihrer Aufgabe stellen? Wie soll ich diese Nägel je fertig kriegen, wenn Sie ständig meine Maniküre unterbrechen? Welche? Meinen Sie nicht, Sie sollten sich langsam Ihrer Aufgabe stellen? Girlie Tatjana, alles ist gut, meine Tante. Meine Schöne. Worüber wir noch wahrscheinlich diskutieren könnten. So, wir speichern jetzt einmal ab und dann verabschiede ich mich von einer weiteren Folge von The Evil Within. Um nichts zu verpassen, kommentieren, liken und abonnieren. Wir sehen uns bei dem nächsten Mal bei diesem Punkt. Ciao hier.